Ja, hallo zusammen, guten Morgen. Wir haben ja am Dienstag mit einem neuen Kapitel angefangen, dem Kapitel Grammatiken. Und das Kapitel wird uns jetzt noch eine Weile beschäftigen. Zur Erinnerung, was wir am Dienstag besprochen haben. Wir haben uns überlegt, was Grammatiken sind und dann die sogenannte Chomsky-Hierarchie kennengelernt oder eingeführt, die sozusagen eine Hierarchie gibt von Sprachklassen in Abhängigkeit dazu, welche Restriktionen wir für die Regeln der entsprechenden Grammatik festlegen. Und in dieser Hierarchie ist sozusagen das Allgemeinste, dass man gar keine Restriktionen, gar keine Einschränkungen festlegt. Die entsprechende Grammatiken heißen Typ 0 Grammatiken und dann haben wir peu à peu sozusagen das Aussehen der Regeln, wie die Regeln aussehen dürfen, festgelegt und kamen dann auf die Typ 1 Grammatiken oder kontextsensitiven Grammatiken, Typ 2 kontextfreie Grammatiken, Typ 3 rechtslineare Grammatiken. Und dann haben wir uns diese Grammatiken der Reihe nach angeschaut unter dem Blickwinkel, wie komplex ist es denn für eine Sprache, die mit einer entsprechenden Grammatik erzeugt werden kann, das Wortproblem zu entscheiden, die Sprache zu entscheiden. Bei Typ 0 kam raus, das ist verdammt komplex, in der Klasse der Sprachen, die durch Typ 0 Grammatiken erzeugt werden, können sogar nicht entscheidbare Sprachen liegen. Das war sozusagen das Ergebnis dieser ersten Überlegungen, bei denen wir genauer auf die Typ 0 Grammatiken geschaut haben, also Grammatiken, wo man überhaupt keine Einschränkungen bezüglich dem Aussehen der Regeln voraussetzt. Die entsprechende Klasse von Sprachen ist gerade die Klasse der semi-entscheidbaren Sprachen. Und wir wissen, es gibt semi-entscheidbare Sprachen, die nicht entscheidbar sind. Also Typ 0 Grammatiken sind sicher nicht geeignet, zum Beispiel als Grundlage für Programmiersprachen. Typ 1 Grammatiken, die sind ja schon deutlich eingeschränkt im Vergleich zu keiner Einschränkung. Bei Typ 1 Grammatiken haben wir festgestellt, dass auch in der entsprechenden Sprachklasse sehr komplexe Sprachen liegen können, nämlich NP-vollständige Sprachen. Die Sprache zum Klickproblem ist in der Klasse der kontextsensitiven Sprachen. Und wir wissen, das Klickproblem ist NP-vollständig. Wir haben sogar diese Klasse genauer angegeben. Das ist die Klasse der Sprachen, die mit einer deterministischen Turing-Maschine mit linearem Speicherplatzbedarf entschieden werden können. Dies klingt jetzt erstmal harmlos. Ja? Durch eine deterministische Turing-Maschine mit linearem Speicherplatzbedarf entschieden werden können, klingt harmlos, ja? Linearer Speicherplatzbedarf. Aber es ist nicht harmlos. Ja? Mit linearem Speicherplatz kann man sehr viel machen, ja. Was wir an dem Beispiel gesehen haben, dass zum Beispiel das Klickproblem in diese Klasse reinfällt. Also Typ 1 Grammatiken sind also anscheinend immer noch nicht restriktiv genug, als dass wir sagen können, okay, die entsprechenden Sprachen sind etwa als Grundlage für Programmiersprachen geeignet. Und auf der anderen Seite haben wir ganz unten bei den eingeschränktesten Grammatiken festgestellt, dass die jetzt wieder zu restriktiv sind, denn die Typ 3 oder rechtslinearen Grammatiken erzeugen gerade die regulären Sprachen. Ja, also die Klasse der Sprachen, die durch Typ 3 Grammatiken erzeugt werden, ist gleich der Klasse der Sprachen, die von einem endlichen Automaten akzeptiert werden, ist gleich die Klasse der regulären Sprachen und wir wissen, dass die in ihrer Ausdrucksfähigkeit sehr eingeschränkt sind, dass noch nicht mal korrekte Klammerausdrücke in diese Sprachklassen reinfällt. Ja. Gut, das heißt also, Fazit der letzten Vorlesung war, es lohnt sich, sich auf die kontextfreien Grammatiken zu konzentrieren. So, wie sehen die kontextfreien Grammatiken aus? Nochmal, die sehen so aus, die Regeln haben nach Definition zunächst einfach die Formen, links steht eine Variable, rechts ein Wort. Also keinerlei Einschränkungen
bezüglich dem, was hier rechts steht. Ja, das kann ein beliebiges Wort sein, gemischtes Wort aus Variablen und Terminalsymbolen. Das kann auch das leere Wort sein, aber links sind wir sehr speziell, da darf nur eine Variable stehen. So, auf diese Grammatiken oder die entsprechenden Sprachen wollen wir uns jetzt konzentrieren. So, das erste, ich sag mal, Hilfsmittel, das wir kennenlernen im Zusammenhang mit Produzieren von Worten mit Hilfe einer Grammatik, sind sogenannte Syntaxbäume. Syntaxbäume sind eigentlich nur eine Darstellungsmöglichkeit für Ableitungen eines Wortes. Ja? Also ein Wort einer Sprachklasse lässt sich durch Aneinanderreihung von Regeln der entsprechenden Grammatik ableiten, und einen Syntaxbaum kann man benutzen, um so eine Ableitung visuell darzustellen. Und zwar hat ein Syntaxbaum an der Wurzel die Variable, die dem Dachsymbol entspricht. Jeder innere Knoten entspricht irgendeiner Variablen und die Blätter entsprechen gerade Symbolen aus Sigma oder eben dem leeren Wort. So, und wenn ein innerer Knoten A, also Variable A, als Nachfolger von links nach rechts Alpha 1 bis Alpha R jeweils Symbole aus V vereinigt Sigma hat, so muss eben diese Ableitungsregel A nach dem Wort Alpha 1 bis Alpha R in der Grammatik sein. Das ist sozusagen die Beschreibung eines Syntaxbaumes. Und wir schauen uns das jetzt mal ein Beispiel an. Folgende Grammatik hatten wir schon das letzte Mal betrachtet. Die Grammatik mit den Regeln, S kann abgeleitet werden in einem Schritt zu 0b oder zu 1a. A kann abgeleitet werden in einem Schritt zu 0 oder zu 0s oder zu 1aa. Und B kann abgeleitet werden, völlig symmetrisch sozusagen zu den drei Ableitungsregeln für A, zu 1, 1s, 0bb. Wir erinnern sich, diese Grammatik erzeugt die Sprache aller Wörter, bei denen die Anzahl der Nullen gleich die Anzahl der Einsen ist. Hatten wir das letzte Mal uns klar gemacht. Und wenn man da jetzt eine bestimmte Ableitung betrachtet, eine Ableitung für ein Wort, hier für das Wort 1, 1, 0, 0, 1, 0. Dann sieht die so aus, S nach 1a, dann weiter Ableitung nach 1, 1aa, indem man a ersetzt durch 1aa. Ja? Dann weiter zu 1, 1a0, indem man das hintere a ersetzt durch 0, Anwendung der Regel a nach 0. Dann weiter zu 1, 1, 0s, 0, indem man a ersetzt durch 0s, also die Regel a nach 0s anwendet. Dann weiter zu 1, 1, 0, 0b, 0 und dann weiter zu 1, 1, 0, 0, 1, 0. Der entsprechende Syntaxbaum sieht folgendermaßen aus. Ja, wir malen einfach hin, was hier in der Ableitung passiert. Beginnend von der Startvariablen S, sozusagen als Wurzel des Baumes. Hier wird S abgeleitet zu 1a. Das heißt also, für 1 brauchen wir ein Blatt. Ja, in einem Syntaxbaum sollen ja die Symbole aus Sigma, die entstehen, durch Blätter symbolisiert oder repräsentiert werden. Und für a brauchen wir einen inneren Knoten. Also wir führen ein die Wurzel S und dann linkes Kind 1, rechtes Kind a. Das nächste, was passiert hier, ist, dass a ersetzt wird durch 1aa. Das heißt also, im Baum führen wir von links nach rechts Kinder 1, a und a ein für den inneren Knoten a. Dann geht es weiter, indem das hintere a abgeleitet wird zu 0. Das heißt also, hier bei den Kindern von diesem a wird das rechteste Kind a, bekommt das rechteste Kind A ein Kind 0. Und das muss natürlich auch ein Platz sein, weil von da aus geht es nicht weiter. Dann ging es weiter mit
dieses mittlere A wird ersetzt durch 0s, das heißt also das mittlere Kind A hier im Baum bekommt die Kinder von links nach rechts 0s. Dann wird s ersetzt durch 0b, das heißt also hier diese Knoten s bekommt die Kinder 0b von links nach rechts und dann wird b ersetzt durch 1, also b bekommt, unter b hängen wir das Blatt 1. Es ist klar, dass in dem Baum die Reihenfolge der Kinder natürlich relevant ist. Ja. Gut. Wie wir von dieser Ableitung zu dem Baum kommen, das ist ein eindeutiger Weg. Ja, das heißt also, der Baum zur Ableitung ist eindeutig. Also zu jeder Ableitung gehört genau ein Syntaxbaum. Jetzt kann man sich natürlich auch umgekehrt fragen, wenn ich diesen Baum, nur diesen Baum kenne, komme ich dann automatisch auf diese eine Ableitung, die ich vorher betrachtet habe, oder könnte ich durch Betrachten dieses Baumes auch auf andere Ableitungen kommen, bei denen es genauso wäre, wenn ich die Ableitung dann umgekehrt wieder in den Syntaxbaum überführe, komme ich gerade zu diesem Syntaxbaum. Man kann sich leicht überlegen, dass man zu so einem Syntaxbaum durchaus verschiedene Ableitungen haben kann. Verschiedene Ableitungen natürlich desselben Wortes, ja, das ist klar. Ne? Also dieser Syntaxbaum gehört insbesondere zu dem Wort, wir lesen einfach die Blätter von links nach rechts, 1, 1, 0, 0, 0, 0, hier 1, ich habe mich versprochen, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Ja. Aber vielleicht gibt es ja auch eine andere Ableitung, die denselben Syntaxbaum hat, eine andere Ableitung zu demselben Wort. Das kann es geben, das sieht man an dem Beispiel. Hier haben wir zwei Ableitungen desselben Wortes, das Wort ist 110010. Ja. Die beide, wenn man von der Ableitung einfach den Syntaxbaum dann konstruiert, zu demselben Baum führen. Ja. Also gucken wir uns das nochmal an. Hier die erste Ableitung ist S nach 1a, weiter nach 11aa und so weiter. Dazu den Syntaxbaum aufbauen, dann bekommen wir eben hier die Kinder 1a zu s und dann für die nächste Ableitung, da wird ja dieses a ersetzt durch 1aa, das heißt also a bekommt die Kinder 1aa, dann wird hier das mittlere a ersetzt durch 0s, das heißt so für dieses mittlere Kind a fügen wir die Kinder 0s ein. Dann geht es so weiter, dass dieses S ersetzt wird durch 0b, das heißt also dieses Kind S wird ersetzt durch 0b und dann wird das B ersetzt durch 1 und dann wird dieses hintere A ersetzt durch 0. Also man kommt genau zum selben Baum, obwohl diese Ableitung jetzt etwas anders ist als die Ableitung, die wir vorher auf der Folie davor angesehen haben. Zum selben Wort. Das ist, wenn ich mich nicht irre, auch genau die Ableitung, die hier drunter steht, die wir auch schon vorher angeguckt haben. Es ist offensichtlich, warum wir hier zwei verschiedene Ableitungen für dasselbe Wort haben, die zum selben Wort gehören. Weil man bestimmte, jetzt bei dieser Grammatik, für dieses Wort verschiedene Möglichkeiten haben in der Reihenfolge, wie Regeln angewendet werden. Es ist auch klar bei kontextfreien Sprachen, dass die Reihenfolge, in der Regeln angewendet werden, völlig irrelevant ist. Das ist eben wegen der Kontextfreiheit so. Ja. Wir können immer nur eine Variable zu irgendwas ableiten und wenn Sie jetzt ein Wort produziert haben, in dem Terminalsymbole und Variablen irgendwo drin stehen, ob sie dann erst die eine hintere Variable weiter ableiten oder eine, die weiter vorne steht, also in welcher Reihenfolge sie das machen, das ist völlig irrelevant. Da kommt immer dasselbe raus. So, jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, dann will ich mich darauf festlegen, das immer schön systematisch zu machen, also sagen wir mal von links nach rechts, ja, oder von rechts nach links. Und dementsprechend kann man also sich festlegen, wir schauen immer Linksableitungen an. Eine Linksableitung ist eine Ableitung, bei der in jedem Schritt die linkeste Variable abgeleitet wird. Ja, das kann man machen. So, jetzt Eindeutigkeit. Also wir haben gesagt,
ein Syntaxbaum, zu einem Syntaxbaum können verschiedene Ableitungen gehören, aber eigentlich ist das ja noch nicht so schlimm. Ein Syntaxbaum gehört immer zu einem Wort. Wenn wir jetzt zu einem Wort verschiedene Syntaxbäume hätten, dann wird es schon ein bisschen unübersichtlicher. Und entsprechend nennen wir eine kontextfreie Grammatik eindeutig, wenn für jedes Wort der Sprache, die durch die Grammatik erzeugt wird, genau ein Syntaxbaum existiert. Und dann nennen wir die Sprache oder eine Sprache, eine kontextfreie Sprache, eindeutig, wenn es eine eindeutige Grammatik zu dieser Sprache gibt. Ja? Also wir haben eine kontextfreie Sprache, da gibt es eine kontextfreie Grammatik, die genau die Worte dieser Sprache produziert, mit der wir genau die Worte zu dieser Sprache ableiten können. Aber es ist ja denkbar, dass es mehr als eine kontextfreie Grammatik gibt zu der Sprache. Ja? Also das kann man sich leicht überlegen, dass also dann beim Aufstellen der Regeln, die man braucht, um Wörter einer vorgegebenen kontextfreien Sprache zu erzeugen, wir durchaus Freiheiten haben. Ja? Wenn aber unter diesen Grammatiken, diesen kontextfreien Grammatiken, die es zur kontextfreien Sprache gibt, eine ist, die eindeutig ist, also die diese schöne Eigenschaft hat, und zu jedem Wort haben wir genau einen Syntaxbaum, ja? Dann heißt die Sprache eindeutig, ansonsten inhärent mehrdeutig. Ja? Inhärent mehrdeutig, also zu der Sprache, egal welche Grammatik ich jetzt aufstelle zu dieser kontextfreien Sprache, wenn ich dann zu den Worten der Sprache gehe, kann es sein, dass es verschiedene Syntaxbäume gibt zu dem Wort. Ja? Okay, das nur am Rande erwähnt, ist jetzt für das, was wir im Folgenden machen, nicht ganz so wichtig. Sie wissen, die Sprache 0 hoch n, 1 hoch n ist kontextfrei. Wir haben auch eine entsprechende Grammatik angeschaut, nämlich diese hier. Kann sich vielleicht auch andere überlegen, das ist jetzt nicht der Punkt, aber diese hier, die nur die Regeln hat s nach 0, 1 und s nach 0, 1, 0, s, 1, also s nach 0, 1 und s nach 0, s, 1, die ist eindeutig, ja. Die Grammatik ist eindeutig. Wenn Sie jetzt für ein festes n das Wort 0 hoch n, 1 hoch n produzieren wollen, haben Sie nur einen Weg, wie das geht. Das ist sogar sehr, sehr eindeutig. Ja? Nämlich, Sie wenden die Regel r nach 0 s, die Regel aus r, s nach 0 s 1, n minus 1 mal an und dann ganz am Schluss wenden Sie die Regel für dieses mittlere S, S nach 0, 1 an. Ja? So bekommen Sie 0 hoch n, 1 hoch n. Und da gibt es auch keine andere Möglichkeit, zu 0 hoch n, 1 n hoch n zu kommen. Das heißt also, das ist eine eindeutige Sprache. Während die Sprache der Wörter, wo die Anzahl der Nullen gleich Anzahl der Einsen ist, nicht eindeutig ist. Ja? Da können Sie jetzt schon zu dieser Grammatik, die wir kennen, verschiedene Syntaxbäume angeben zu demselben Wort. Ja, zu dem Wort 1, 1, 0, 0, 1, 0, das wir ja auch vorhin angeguckt haben, gibt es verschiedene Syntaxbäume. Der Syntaxbaum, den wir eben hatten, war der hier, der links. Aber man kann sich überlegen, dass man auch Ableitungen für dieses Wort aufstellen kann, die zu diesem Syntaxbaum führen. Ja, der ist wirklich anders als der hier. Also da haben einige Knoten andere Nachfolger. Ja? Also ab hier, ab dem Level hier drunter, unter 1aa, sieht es halt einfach anders aus. Okay. Und das nur am Rande, das ist jetzt im Moment nicht so wichtig. Was jetzt für uns wieder interessant ist, wenn wir uns auf kontextfreie Sprachen konzentrieren, ist die Frage, wie komplex ist denn das Wortproblem? Ja, das war ja das, was wir bei den Kontext, bei den Typ 0, Typ 1, Typ 3 Grammatiken uns genauer angeguckt haben und wo wir festgestellt haben, also bei Typ 0, bei Typ 1 ist das Wortproblem ja, möglicherweise nicht mal berechenbar bei Typ 0 oder bei Typ 1 NP-vollständig und andererseits bei Typ 3 kommen wir auf eine zu eingeschränkte
Sprachklasse, wie ist das denn jetzt bei Typ 2? Also mal erste Überlegung in die Richtung, wie komplex ist denn das Wortproblem für Typ 2 oder kontextfreie Sprachen. Ich habe Sie eben darauf aufmerksam gemacht, dass die Regeln einer kontextfreien Grammatik schon sehr allgemeine Form haben dürfen. Die Einschränkung bezieht sich bezüglich dem, was links stehen darf. Da muss immer eine Variable stehen, aber rechts können beliebige gemischte Worte stehen. Das ist sehr vielfältig. Um mit so einer Grammatik, mit einer kontextfreien Grammatik arbeiten zu können und auch dann vielleicht über kontextfreie Grammatiken etwas beweisen zu können, wie zum Beispiel etwas über die Komplexität des Wortproblems, ist es ganz nützlich, wenn man das Aussehen der Regeln einschränken kann, ohne die Sprachklasse, die entsprechende Sprachklasse einzuschränken. Bei kontextfreien Sprachen geht das oder bei kontextfreien Grammatiken, wie wir gleich sehen werden. Eine kontextfreie Grammatik nennt man Grammatik in Chomsky-Normalform, wenn die Regeln folgende sehr eingeschränkte Form haben. Entweder steht auf der rechten Seite ein Wort bestehend aus zwei Variablen oder auf der rechten Seite steht nur ein Terminalsymbol. Also linke Seite, eine Variable, ist ja sowieso klar bei kontextfreien Grammatiken, so müssen die aussehen. Aber auf der rechten Seite könnte ja viel Allgemeineres stehen als bei Chomsky-Normalform. Zu sagen, naja, rechts dürfen nur entweder zwei Variablen stehen oder ein Terminalsymbol, das sieht nach einer starken Einschränkung aus. Sie sehen jetzt hier auch, dass man mit solchen Regeln ja noch nicht mal das leere Wort produzieren könnte. In kontextfreien Sprachen kann aber das leere Wort drin sein. Das heißt, da müssen wir uns jetzt noch was überlegen, aber das ist jetzt mehr technisch. Das nennen wir also jetzt eine kontextfreie Sprache in Grammatik in Chomsky-Normalform. Und die erste Frage, die wir uns stellen werden, ist, kann man denn jede kontextfreie Grammatik in diese Form bringen? Also hier nochmal die Bemerkung dazu, dass wir ja im Allgemeinen bei kontextfreien Sprachen auch das leere Wort produzieren können müssen, was hier streng genommen bei Chomsky-Normalform, also Grammatiken in Chomsky-Normalform nicht ginge. Und deshalb sagt man, naja gut, also um auch das leere Wort produzieren zu können, erlaubt man noch zusätzlich eine Regel, Startsymbol nach Epsilon. Nur Startsymbol nach Epsilon. Und wenn man jetzt also sagen wir, eine Sprache betrachtet, die kontextfrei ist und das leere Wort enthält und dazu eine kontextfreie Grammatik hat und die in Chomsky-Normalform bringen wollte, was wir gleich probieren werden, dann müsste man erst mal außen vor lassen, dass das leere Wort erzeugt werden kann. Ja, man würde das erstmal sozusagen unterdrücken, die Grammatik in diese Form bringen und dann nachher sagen, ja, ja gut, aber ich muss auch das leere Wort erzeugen können. Dann wird man zusätzlich einführen, einfach eine Regel S' nach Epsilon mit einem neuen Startsymbol S' und dann S' nach S. Ja, das ist einfach so ein technischer Zusatz. Okay. Gut, und jetzt? Also der Satz, der uns interessiert. Jede kontextfreie Grammatik, die nicht das leere Wort erzeugt, kann in eine Grammatik in Chomsky-Normalform überführt werden. Ja, das heißt also, wir können wirklich kontextfreie Grammatik, wo die Regeln sehr allgemeine Form haben können, was Aussehen der rechten Seite angeht, in diese sehr eingeschränkte Form bringen, wo auf der rechten Seite nur entweder zwei Variablen stehen oder ein Terminalsymbol. Und dass wir jetzt bei dem Satz sagen, jede kontextfreie Grammatik, die nicht das leere Wort erzeugt, ist einfach, weil wir sozusagen den Gedanken und kontextfreie Grammatiken, die auch das leere Wort erzeugen können, mal sozusagen zur Seite schieben, weil streng genommen die Chomsky-Normalform halt so definiert ist, dass dabei keine Möglichkeit besteht, das leere Wort zu erzeugen. Ja? Gut, das ist jetzt ein konstruktiver Beweis, den wir führen. Wir geben sozusagen eine Schritt-für-Schritt-Überführung der Regeln unserer beliebigen kontextfreien Grammatik in Regeln in Chomsky-Normalform an.
dauert jetzt, also der Beweis, der geht jetzt so ein bisschen länger, so technisch, aber nicht schwierig. Großbuchstaben sollen wie bisher auch immer Variablen bzw. Nicht-Terminal-Symbole symbolisieren und Kleinbuchstaben immer Terminalsymbole. Und ich sage gleich dazu, bei dem Beispiel, das wir jetzt bei dem Beweis mitführen, schauen wir tatsächlich ein Beispiel an, bei dem Regeln existieren, wo rechts das leere Wort, also Epsilon, steht, und die sogar so ist, dass die entsprechende Sprache das leere Wort enthält. Ja. Aber da werden wir uns dann ganz am Schluss drum kümmern, sozusagen wieder zu bereinigen, dass wir vielleicht zwischendurch, um sozusagen auf Chomsky-Normalform zu kommen, alle Regeln, Variable wird nach Epsilon abgeleitet, eliminieren und dadurch auch die Möglichkeit eliminieren, das leere Wort abzuleiten. Ja, da kümmern wir uns ganz am Schluss drum. Ne? Brauchen Sie jetzt nicht nervös werden. So, also wir veranschaulichen den Beweis an folgendem Beispiel einer kontextfreien Grammatik. Unser Alphabet Sigma besteht aus den Symbolen klein a und klein b. Unsere Variablenmenge besteht aus den Variablen groß a, groß b, groß c, groß d, groß e, groß s. S ist die Startvariable und wir haben folgende Regelmenge. Ah, ganze Menge Regeln, ja. S kann ersetzt werden durch a, s kann ersetzt werden durch klein a, groß a, durch klein b, groß b, klein b, durch epsilon. Ja. A kann ersetzt werden durch groß c oder durch klein a und so weiter. Also wir haben hier insbesondere eine ganze Menge Regeln, die bei einer Grammatik in Chomsky-Normalform nicht mehr sein dürfen. Also darf alles nicht sein. Was nicht sein darf, ist, dass auf der rechten Seite so ein gemischtes Wort steht. Ja? So ein Wort bestehend aus Nicht-Terminal- und Terminalsymbolen. Was nicht sein darf, ist, dass da rechts nur eine Variable steht. Was nicht sein darf, ist, dass da rechts drei oder mehr Variablen hintereinander stehen. Was nicht sein darf, ist, dass da rechts ein Wort über dem Alphabet steht, das länger als eins ist. Was darf noch nicht sein? Dass wir hier hinten so ein Epsilon haben. Ja, da sind eine ganze Menge Regeln drin, also so ziemlich alle, fast alle, die in Chomsky-Normalform nicht vorkommen dürfen. Ja. Gut, Schritt für Schritt versuchen wir die jetzt loszuwerden. Und der erste Schritt ist, wir überführen unsere Regeln in Regeln, bei denen auf der rechten Seite entweder nur Symbole aus V stehen oder nur ein Symbol aus Sigma. Ja? Nur ein Symbol aus Sigma, das ist ja dann schon gut. Ja? Diese Regeln sind dann schon fertig. Nur Symbole aus V auf der rechten Seite kann immer noch abweichen von dem, was wir wollen, weil die Worte, die könnten lang sein, länger als zwei oder nur aus einem Symbol aus V existieren. Aber hier werden wir los, gemischte Worte und Wörter aus Sigma Stern, die länger als eins sind. Ja? So, und das Vorgehen ist folgendes. In allen rechten Seiten ersetzen wir erstmal Symbole aus Sigma durch Variablen. Also für jedes A aus Sigma führen wir so eine Variable YA ein und fügen dann noch Regeln YA nach A ein. Also wie sieht das hier aus? Die Regeln, die wir hier loswerden wollen, das sind die, wo auf der rechten Seite nur Symbole aus Groß V oder Symbole, die wir loswerden wollen, sind diejenigen, wo auf der rechten Seite gemischte Worte stehen oder Wörter aus Sigma Stern, die länger als eins sind. Das sind hier die rot markierten. Ja? Also hier auf der linken Seite stehen unsere Regeln aus unserer Grammatik und da wollen wir loswerden, die Regel S nach klein a, groß a, klein a, S nach klein b, groß b, klein b und D nach klein a, b. Ja? So.
was machen wir? Also für klein a führen wir die Variable ya ein, für klein b führen wir die Variable yb ein und wir ersetzen jetzt einfach überall auf der rechten Seite klein a durch ya, klein b durch yb und führen dann noch die Regeln ya nach a, yb nach b ein. Ja, das war einfach. Ja. Das war jetzt noch nicht schwierig, was wir da gemacht haben. Ist klar, dass wenn wir diese Grammatik jetzt in diese überführen oder diese Regelmenge in diese Regelmenge überführen, werden dieselben Worte auf die Art produzierbar. Ja, da ändert sich nichts an dem, was man mit der Grammatik machen kann. Okay, what's next? Die rechten Seiten sind noch zu lang. Ja. Vielleicht noch mal einmal zurück zu dieser Folie. Die rechten Seiten sind schon für die Regeln gut, wo auf der rechten Seite ein Symbol aus Sigma steht. Weil wenn da ein Symbol aus Sigma steht, da steht da auch nur dieses eine Symbol aus Sigma, nach dem, was wir jetzt gemacht haben. Das heißt also, die rechten Seiten sehen jetzt so aus, entweder steht da ein Symbol aus Sigma, das ist schon mal gut, kann man schon mal abhaken, oder stehen da Worte über V Stern, die aber beliebig lang sein können. Wir wollen aber nur Worte der Länge genau 2. So, da konzentrieren wir uns jetzt mal auf die langen, die zu lang sind. Ja? Sozusagen rechte Seite Epsilon, das habe ich jetzt sozusagen nicht mit wiederholt, da kümmern wir uns dann auch noch drum. Also wir kümmern uns jetzt um die Regeln, wo auf der rechten Seite ein Wort aus V Stern steht, das eine Länge hat, die größer als 2 ist. Ja. Also umgekehrt, als Ziel unseres zweiten Schrittes haben wir, alle rechten Seiten haben Länge kleiner gleich 2. So, sei also jetzt mal A nach B1 bis Bm so eine Regel, die noch nicht diese Bedingungen, rechte Seite hat eine Länge kleiner gleich 2, erfüllt. Da wissen wir aber insbesondere, da auf der rechten Seite stehen nur Variablen. Also es gäbe eine Regel a nach b1 bis bm und m ist größer 2. Diese Regel durch andere Regeln zu ersetzen, die eine gute Form haben, ist eigentlich auch nicht schwer. Wir führen m minus 2, neue Variablen, c1 bis cm minus 2 ein. Und dann statt dieser Regel a nach b1 bis bm folgende Regeln. A nach b1 c1, ci für i größer gleich 1, kleiner gleich m minus 3, ci nach bi plus 1 ci plus 1 und dann die letzte sozusagen cm minus 2 nach bm minus 1 bm. Ja. Ist klar. Ne? Auf die Art können Sie mit diesen Regeln insgesamt auch A ableiten nach B1 bis Bm. Also Sie können all das produzieren, was Sie weiter dann durch Ableitung der Bi, die hier rechts stehen, weiter bekommen können. Ja? Okay. Nächster Schritt. Also schauen wir uns das mal einfach am Beispiel an. Also welche Regeln haben wir hier, wo die Länge der rechten Seite größer 2 ist? Ja, das sind hier wieder die Regeln, wo wir hier rechts die Worte in rot eingefärbt haben. Also s nach ya, a, ya, beziehungsweise s nach yb, b, yb, beziehungsweise c nach c, d, e. So, für jedes dieser Wörter führen wir jetzt diese zusätzlichen Variablen ein, die nennen wir hier C1, C2, C3 ja, und führen dann die entsprechenden Regeln ein, also für S nach ya, a, ya kommt die Regel S nach ya, C1, C1 nach a, ya, die beiden Regeln. Und für S nach yb, b, groß B, yb, führen wir ein die Regel, also die neue Variable c2 und die Regel yb, c2, c2, b, yb.
Und für die Regel C nach C, D, E führen wir die neue Variable C3 ein und die Regel C nach C, C3, C3 nach D, E. Wohlgemerkt jetzt mit dieser Indizierung der neuen Variablen, das ist nicht exakt 1:1, so wie wir es vorher formal beschrieben haben. Denn jetzt hätte man, also jetzt haben wir für diese eine Regel hier formal gesagt, da führen wir entsprechend, wie groß dieses M hier ist, also wie lang das Wort hier rechts ist, neue Variablen C1 bis Cm-2 ein. Und wenn man jetzt also mehrere Regeln von dieser Art hat, ja, die rechten Seiten, die haben ja nichts miteinander zu tun von diesen verschiedenen Regeln dieser Art, dann würde man also jeweils neue Variablen, dann was weiß ich, E1 bis B, E S minus 1 für die nächste Regel dieser Art und so weiter einführen. Ja. Das haben wir jetzt hier nicht gemacht, sondern wir haben einfach die neuen Variablen C1 bis C3 genannt. Ja. Auch weil diese rechten Seiten ja so lang nicht sind. Die sind halt nur um 1 länger als gewünscht. Ja. Nur, dass sie da nicht stutzig werden, welche Rolle hier die C1, C2, C3 spielen. Okay, aber das ist, denke ich, auch einfach zu verstehen, was hier passiert. So, jetzt wollen wir die Regeln, wo auf der rechten Seite Epsilon steht, loswerden. Ja, von der Sorte haben wir in unserer Grammatik auch ein paar. Und wie gesagt, nicht nervös werden. Wir werden jetzt, indem wir diese Regeln unterdrücken, auch unterdrücken, dass unsere Grammatik das leere Wort erzeugen kann. Und das wäre ja dann nicht mehr dasselbe. Da kümmern wir uns aber ganz am Schluss dann wieder drum. Also wir wollen jetzt als Ziel keine Regel mehr haben der Form A nach Epsilon. Wohlgemerkt, solche Regeln könnten Sie auch haben in einer Grammatik, die nicht das leere Wort erzeugen kann. Das kann ja schon sein. Da können die auch ganz brauchbar sein. Ne? Also A verschwinden lassen. So, Vorgehen. Das Vorgehen besteht aus zwei Phasen. In der ersten Phase wollen wir all die Variablen finden, die sich möglicherweise auch durch mehrere Ableitungsschritte ableiten lassen zum leeren Wort. Ja? Für die müssen wir dann vorsehen, dass dasselbe, was durch Ableiten dieser Variablen zum leeren Wort passieren kann, innerhalb von einem Wort, in dem diese Variable vorkommt, dass das auch anderweitig immer noch machbar ist. Also was heißt das, wenn ich A durch mehrere Regeln ableiten kann zum leeren Wort? Das heißt also, in allen Produktionen, wo auf der rechten Seite ein Wort produziert wird, in dem A vorkommt, kann ich auch das A verschwinden lassen. Ja, dann kann ich auch das entsprechende Wort produzieren, wo dieses A nicht vorkommt. Und das muss ich jetzt ermöglichen für diese Variablen, für die es also die Produktion A nach Epsilon gibt. Deshalb will ich in der ersten Phase die erstmal identifizieren und in der zweiten Phase dann entsprechende Ersetzungen vornehmen. Also dafür gucken wir, das machen wir sukzessive, gucken wir erstmal nach, für welche Variablen gibt es denn die Ableitungsregeln, Variablen nach leerem Wort, und dann gucken wir, und welche Variablen lassen sich zu dieser Variablen ableiten und damit im nächsten Schritt zum leeren Wort und so weiter. Also es werden erst alle A mit A nach Epsilon, ist eine Regel, in diese Menge V', alle Variablen, für die gilt, sie lassen sich irgendwie zu Epsilon ableiten, aufgenommen. Und dann wird geprüft, ob sozusagen neue Regeln entstehen würden, B nach Epsilon, wenn man auf der rechten Seite ein A, was wir in dem Schritt vorher identifiziert haben, einfach durch Epsilon ersetzen würde. Wenn wir auf die Art neue Regeln B nach Epsilon bekämen, wird das entsprechende B auch in V' aufgenommen und so weiter. Und das machen wir so lange, bis wir nach sozusagen Überprüfung, ob durch Ersetzen von einem B, das in V' aufgenommen wurde, neu aufgenommen wurde durch Epsilon, eine neue Regel produzieren würde, der Form Variable wird abgeleitet nach Epsilon. Damit hören wir auf, wenn das nicht mehr passiert. Ja.
Also das Verfahren hört auf, wenn sich V' nicht mehr ändert, wenn wir keine neuen Variablen mehr in V' aufnehmen müssen. Das heißt also, diese Phase 1 ist nur dafür da, die Variablen zu identifizieren, die nach V' reingehören. Also die Variablen, die sich irgendwie ableiten lassen nach Epsilon. Dass wir dann bei dieser Prozedur immer mal nachgucken und was würde passieren, wenn ich die entsprechende Variable, die ich gerade in V' aufgenommen habe, durch Epsilon ersetzen würde auf irgendeiner rechten Seite. Das machen wir nicht. Ne? Das ist nur testweise, um rauszufinden, ob neue Variablen nach V' reingehören. Ja? Also das ist noch keine Ersetzung, sondern nur eine Phase, in der dieses V' produziert wird. Und am Ende dieser Phase enthält V' alle Variablen A mit A ableitbar nach Epsilon insgesamt. So, und in der zweiten Phase schauen wir uns dieses V' an, streichen erstmal die ganz normalen Regeln A nach Epsilon, die es für A aus V', für bestimmte A aus V' gibt, und fügen dafür Regeln und fügen dafür zusätzlich ein, wenn es eine Regel A nach BC, nee, und führen insgesamt für Regeln der Form A nach BC, für die gilt, C ist in V' oder B ist in V', neue Regeln A nach B beziehungsweise A nach C ein. Ja? Also wenn wir irgendeine Regel haben, A nach BC, dann füge eine zusätzliche Regel A nach B ein, falls C in V' ist, also C sich ableiten lässt nach Epsilon, beziehungsweise eine neue Regel A nach C, falls B sich ableiten lässt nach Epsilon. Klingt sinnvoll. Und wohlgemerkt, wir brauchen jetzt auch nur solche Regeln A nach BC anzugucken, denn wir sind schon so weit, dass die rechten Seiten Länge kleiner gleich 2 haben. Ja? So, also das ist jetzt mal das Erste, was wir machen. Wir streichen alle, wir gucken die Elemente aus V' der Reihe nach an. Wenn für entsprechende Variable gilt, es gibt die Regel A nach Epsilon, dann wird die gestrichen. Wenn es eine Regel gibt, A nach BC mit C in V', dann wird zusätzlich eingefügt die Regel A nach B. Wenn's, beziehungsweise wenn B in V' wird zusätzlich eingeführt die Regel A nach C. Wohlgemerkt, A nach BC bleibt auch drin. So, jetzt gucken wir uns das mal hier an. Also erstmal, wie kommen wir an das V' ran? Ja. Hier rechts stehen unsere ganzen Regeln, ja, so wie sie jetzt aussehen nach den vorherigen Ersetzungsschritten. Und das V', das soll ja alle Variablen enthalten, die irgendwie auch über mehrere Schritte ableitbar sind nach Epsilon. Und wir fangen an, das V' zu produzieren, indem wir erst nach den Regeln gucken, wo eine Variable direkt nach Epsilon ableitbar ist. Also, es gibt zum Beispiel die Regel S Epsilon, also muss S hier rein. Und es gibt hier die Regel C nach Epsilon, also kommt C nach V' rein. So, also, die Initialisierung liefert S und C. Und jetzt müssen wir nachgucken, ob dadurch, dass wir diese Regeln, die entsprechenden Regeln anwenden würden, noch weitere Regeln der Form Variable wird ersetzt durch Epsilon entstehen. Ich muss jetzt gerade mal die Batterien in meinem Zeiger auswechseln. Bei dieser ersten Überlegung würde jetzt noch A dazukommen. Warum? Weil
weil ich die Regel a nach c habe und die Regel c nach epsilon in meiner Originalgrammatik. Das heißt also, für das c, das ich bei der Initialisierung schon als Element von v' identifiziert habe, würde ersetzen oder anwenden von c nach epsilon auf irgendeine rechte Seite dazu führen, dass ich die Regel a nach epsilon bekomme. Ansonsten würde durch Anwendung c nach epsilon auf irgendeine rechte Seite nichts Böses passieren und genauso durch Anwenden s nach epsilon würde auf nichts weiter passieren. Das heißt also, im ersten Durchlauf bekomme ich a dazu. So, s und c muss ich jetzt gar nicht mehr weiter betrachten, aber a. Ich muss jetzt gucken, ob irgendwo auf einer rechten Seite, wo das a vorkommt, ersetzen dieses a durch epsilon dazu führt, dass ich eine Regel bekomme, Variable nach epsilon. Ja, ja, a kommt hier auf manchen rechten Seiten alleine vor und das sind ja die Situationen, die hier relevant sind, nämlich hier kommt es alleine vor, das ergibt aber nichts Neues. S ist ja schon drin in V'. Aber hier, bei der Regel d nach a, kommt a rechts alleine vor. Das heißt, wenn ich a durch epsilon ersetze, dann bekomme ich d nach epsilon. Das heißt also, d muss neu reinkommen in V'. Weiter gucken, zeigt uns, dass in diesem zweiten Durchlauf auch keine weitere Variable in V' reinkommt. Aber nachdem d jetzt neu reingekommen ist in V', müssen wir nachgucken, ob Ersetzen von d auf einer rechten Seite durch epsilon eine neue Regelvariable nach epsilon produziert. Das ist der Fall, nämlich es gibt eine Regel f nach d. Wenn ich hier d durch epsilon ersetze, habe ich eine Regel f nach epsilon. Also muss f in V' rein. So, das war der dritte Durchlauf. Jetzt müsste ich überall noch auf den rechten Seiten nachgucken, wo kommt denn f alleine vor? Das ist nirgends der Fall, das heißt also, es kommen keine neuen Variablen mehr in V' rein, das heißt, nach diesem vierten Durchlauf bin ich fertig mit der ersten Phase. So, ich weiß jetzt also, welches die Variablen sind, die irgendwie durch einen oder auch mehrere Schritte ableitbar sind nach Epsilon. Und jetzt streiche ich die Epsilon-Produktion und simuliere Ableitungen der Art, A lässt sich irgendwie ableiten zu Epsilon auf die verbleibenden Regeln, wo dieses V gleich AB, also wo Elemente aus V' vorkommen. Dafür gucke ich mir auf der rechten Seite an, wie hier, gibt es da in Worten auf der rechten Seite Variablen, die in V' sind und dann führe ich dafür die entsprechenden Regeln ein, die ich bekäme, wenn ich diese Variable durch Epsilon ersetze. Und das passiert hier an diesen Stellen hier. Muss man eigentlich mal da... Genau, also zum Beispiel, wenn ich dieses C durch Epsilon ersetze, dann bekomme ich als neue Regel C nach C3. Wenn ich dieses A durch Epsilon ersetze, bekomme ich als neue Regel C nach F. Was noch? Wenn ich hier dieses A durch Epsilon ersetze, bekomme ich als zusätzliche neue Regel C1 nach YA und so weiter. Ja, hier entsteht auch noch eine neue Regel. Das heißt also, die neuen Regeln, die hinzukommen, sind gerade die, wo hier die rechte Seite rot ist. Okay, jetzt habe ich immer noch Regeln, die mir nicht gefallen, nämlich solche Kettenregeln. Ja? Links steht eine Variable und rechts steht eine Variable, ne? Also A nach C. Ja? Wir wollen ja auf den rechten Seiten nur zwei Regeln mit zwei Variablen haben. Das heißt also, ich muss jetzt diese Kettenregeln, die sogar teilweise noch hinzugekommen sind, durch den Schritt, ich ersetze die Regeln, wo auf der rechten Seite Epsilon steht, auch noch loswerden. Also Ziel für den vierten Schritt ist, die Grammatik enthält keine Regeln der Form A nach B. Also solche hier wie A nach B oder A nach C oder B nach C, die will ich loswerden. Ja. Dafür muss ich natürlich gucken, wo kann mich das hinführen,
Ja, hier zum Beispiel kann mich A nach B und dann B weiter nach C und dann C weiter nach klein c eben dazu führen, dass ich A nach klein c ableite. Und das muss ich auch weiter ermöglichen. Aber diese Zwischenschritte, die sind ja auch eigentlich ziemlich überflüssig, ja, die will ich einfach sozusagen einsparen, indem ich die entsprechenden Regeln verlustfrei, sage ich mal, eliminiere. So, das ist jetzt wieder eine Vorgehensweise mit zwei Phasen. Ich schaue sozusagen an, wo können mich solche Kettenregeln hinführen. Das kann man sich als einen Graph vorstellen, ja, so einen Ablaufgraph. Ja, von A nach B, von B nach C und so weiter. Und dieser Graph kann jetzt Zyklen enthalten, dass ich also über lauter solche Anwendungen von Kettenregeln wieder am Anfang auch rauskomme, oder halt einfach so was Baumartiges. Bei so einem Zykel kann ich in 0, nix sozusagen die Sache erledigen, indem ich einfach sozusagen den ganzen Kreis zusammenziehe. So können Sie sich das bildlich vorstellen, nämlich alle entsprechenden Variablen, die in dem Zykel vorkommen, die sozusagen immer rechte Seite einer Kettenregel und dann linke Seite der nächsten Kettenregel sind, ersetze durch eine dieser Variablen. Ja? Also wenn ich etwa so einen Kreis finde, A1 nach A2, A2 nach A3 und so weiter, bis AN-1 nach AN und dann von AN wieder nach A1, kann ich eigentlich all diese AI, all diese Variablen, die hier zwischen vorkommen, durch A1 ersetzen. Und das Zweite ist jetzt, es können natürlich auch andere sozusagen Konstrukte entstehen, wenn ich solche Kettenregeln nacheinander angucke. Und da muss ich auch systematisch die einzelnen Kettenregeln ersetzen. Und jetzt muss ich mir nur überlegen, in welcher Reihenfolge, in welcher Systematik mache ich das am besten. Das ist jetzt diese zweite Phase. Ich betrachte also jetzt wieder Regeln der Form A nach B und wohin mich das führt. Aber wenn ich jetzt alle Kreise losgeworden bin, dann ist das sozusagen ein gerichteter, kreisfreier Graph. Den kann ich topologisch sortieren. Und dann gehe ich einfach diese Regeln rückwärts nach dieser topologischen Sortierung durch und ersetze eine Regel der Form A nach B für jede Regel, die es gibt, der Form B nach einem Symbol aus Sigma durch A nach dem entsprechenden Symbol aus Sigma. Ja? Und das ist ja das, worauf es mir ankommt, dass wenn ich von A aus über Kettenregeln irgendwann mal zu einem Symbol aus Sigma kommen kann, dass ich das auch nach Eliminieren der Kettenregeln noch kann. Ja? Und das entspricht einfach dem Zusammenziehen dieser ganzen Kette und Ersetzen der entsprechenden Regeln durch A nach dem Terminalsymbol. Aber das muss ich ein bisschen systematisch machen und das machen wir eben entsprechend der topologischen Sortierung der entsprechenden Kettenregeln rückwärts. Also wie sieht das aus? Ja, wir gucken uns einfach die Variablen an aus den Kettenregeln und dann so topologisch sortiert. Das heißt also, dass die Variable bekommt Index i, kleiner Index j, wenn ich von Vi nach Vj kommen kann durch mehrere Kettenregeln. Ja. Und ich habe jetzt hier schon vorausgesetzt, dass ich die Zykel entfernt habe. Ja. Ja, gucken wir uns die ganze Sache mal an in unserer Grammatik. Hier rechts ist die Grammatik. Jetzt erstmal, welche Regeln wollen wir alle loswerden? Alle die, wo wir hier was rot haben. Ja? Also S nach A, A nach C, C nach F, C nach A, C nach C3 und so weiter. Außerdem ist relevant, dass am Ende von unseren Kettenregeln zum Beispiel auch das B steht und das B lässt sich nach klein b ableiten. Also dass das jetzt hier trotzdem rot ist, ist so ein bisschen unsystematisch, denn nach demselben Gedanken müsste man auch ya nach a rot machen.
Weiß ich jetzt auch nicht so genau, warum das in dem einen Fall das B links hier rot ist und hier das Y A nicht rot. Das werde ich korrigieren. So, aber was wir jetzt hier als erstes feststellen ist, wir haben einen Kreis. Ja? A nach C, C nach F, F nach D, D nach A. Ja? Dann heißt das, im Prinzip ist das, was wir dann weitermachen können, von A aus, von C aus, von F aus, nach D, von D aus, äquivalent. Ja? Denn wir kommen in dem Kreis, immer wenn wir nach A kommen, dann kommen wir auch nach F, ja, und nach D. Ja? Und wenn wir nach D kommen, dann können wir auch nach C. Ja, das heißt also, die sind irgendwie alle, wenn wir die erreichen können, ist das, was wir von da aus weitermachen können, für alle gleich. Das heißt also, die können wir alle ersetzen durch eine und dieselbe Variable, ja. A in dem Fall, ja, weil hier von oben nach unten das A ist. Und die entsprechenden Regeln, die dann entstehen würden, die einfach so aussehen, A nach A, löschen wir. Das heißt im Prinzip, diesen Kreis ziehen wir zusammen. Ja. Was dadurch entsteht, ist also aus dieser linken Seite diese rechte Seite, ja, dieser Zyklus, A nach C, nach F, nach D, nach A, wird ersetzt, indem wir eben überall, wo D, C, D und C, F und D steht, A einfügen und dann die Regeln A nach A einfach vergessen. Ja. Das heißt also, hier würde auf der rechten Seite C durch A ersetzt, dann haben wir A nach A produziert, können wir vergessen. Hier wird das C durch A ersetzt, hier rechts wird das F durch A ersetzt, das A, F, nochmal das F durch A ersetzt und nochmal das C durch A ersetzt. Alle Regeln, die auf die Art entstehen, der Form A nach A, kann man vergessen. Das heißt, was übrig bleibt, ist A nach AA, ja? A nach AC3. Hier genauso, das, was übrig bleibt, ist A nach B und A nach YA, YB. Hier genauso, das, was übrig bleibt, ist A nach E, ja? A nach E. Ja, hier tut sich nichts Neues. Und hier wird das D durch A ersetzt. Was übrig bleibt, ist C3 nach AE. So. Jetzt haben wir immer noch Kettenregeln, aber die Kettenregeln, die wir jetzt noch haben, sind nicht in Kreisen. Ja, die lassen sich topologisch sortieren. Und das machen wir im nächsten Schritt. Diese topologische Sortierung ist einfach hier diese beiden Graphen von oben nach unten gelesen. Ja. Und da die beiden, also weil das zwei Komponenten sind, können wir die irgendwo hintereinander setzen. Ja. Ob man jetzt also die topologische Sortierung SA, C3, E, B, C1, YA nimmt oder das C1, YA nach vorne setzt, das ist egal. So, das ist also jetzt unsere topologische Sortierung. Und entsprechend der topologischen Sortierung gucken wir uns jetzt all diese Kettenregeln an, aber von hinten nach vorne betrachtet. Also erstmal C1 nach YA. Und dann gibt es YA nach klein a, also wird C1 nach YA ersetzt durch C1 nach klein a. Ja? Und so weiter. Ja? Nächste wäre, glaube ich, B gewesen. Wir haben eine Kettenregel E nach B und es gibt B nach klein b, also kriegen wir E nach klein b. Und so weiter. Also nach hinten, von hinten nach vorne werden also für die rechten Seiten dieser Kettenregeln entsprechend der Variablen unserer Sortierung die Ersetzung der Variable durch, ein Terminalsymbol eingeführt, wenn sowas existiert. Okay, ja, das sieht doch alles sehr gut aus. Ja? Das heißt also, wir sind jetzt schließlich bei einer Grammatik angekommen, wo die rechten Seiten entweder nur Terminalsymbole sind oder aus Nicht-Terminalsymbolen bestehen und genau Länge 2 haben. So, und jetzt noch, wir haben aber bei der ganzen Aktion die Möglichkeit verloren, das leere Wort abzuleiten. In dieser Grammatik gab es die Möglichkeit, schon allein, weil es die Regel S nach Epsilon gab, aber es hätte auch sein können, dass wir zwar nicht die Regel S nach Epsilon haben, aber über irgendwelche anderen Regeln Variable nach Epsilon vielleicht von S aus Epsilon produzierbar wäre.
Und deshalb erweitern wir die Grammatik noch um die Regeln S' nach S und S' nach Epsilon. Ja? Für ein neues Startsymbol S'. Okay, so, das war jetzt der erste große Schritt heute. Jede kontextfreie Grammatik lässt sich in Chomsky-Normalform bringen. Da machen wir jetzt ab jetzt auch nicht mehr so genau die Unterscheidung, ob Chomsky-Normalform im strengen Sinne, wo wir also gar keine Regel der Form haben, auf der rechten Seite steht Epsilon, oder Chomsky-Normalform erweitert um eine Regel Startsymbol nach Epsilon, für den Fall, dass die entsprechende kontextfreie Sprache auch das Wort Epsilon enthält. Ja? Okay. So, aber am Anfang gesagt, was uns interessiert, ist aber die Komplexität des Wortproblems für kontextfreie Sprachen. Und dieser Satz hier, der beantwortet sozusagen die Frage nach der Komplexität des Wortproblems für kontextfreie Sprachen. Er sagt nämlich, es gibt einen Algorithmus, der für eine kontextfreie Grammatik G, welche in Chomsky-Normalform vorliegt, und ein beliebiges Wort aus Sigma Stern in Zeit O von Anzahl der Regelmenge mal Länge des Wortes hoch 3 entscheidet, ob das Wort in der Sprache ist, die von der Grammatik erzeugt wird. Ja? Und dieser Algorithmus heißt CYK-Algorithmus. Also Antwort ist, man kann mit polynomialem Aufwand das Wortproblem für eine kontextfreie Sprache entscheiden. Ja? Wortprobleme entscheiden heißt, gegeben ein beliebiges Wort über dem Eingabealphabet, kann ich entscheiden, ob das Wort in der Sprache ist zu einer vorgegebenen Grammatik. Ja? Das will ich jetzt für kontextfreie Grammatiken. Ich weiß, jede kontextfreie Grammatik kann ich in Chomsky-Normalform bringen. Und wenn ich dann weiß, für jede kontextfreie Grammatik in Chomsky-Normalform gilt, ich kann für ein beliebiges Wort über dem Eingabealphabet in Polynomialzeit entscheiden, ob das Wort in der Sprache ist, die durch die Grammatik erzeugt ist. Dann weiß ich also, für kontextfreie Grammatiken kann ich das Wortproblem in Polynomialzeit entscheiden. Kurze Überlegung, im Allgemeinfall müsste man also die Grammatik noch in Chomsky-Normalform bringen, ja, aber das haben wir gerade gesehen, das geht. Und das geht sogar konstruktiv über ein Verfahren, das auch ziemlich polynomial aussieht. Ja. So, wie geht das? Also, wir geben ein beliebiges Wort W gleich W1 bis Wn. Ich möchte entscheiden, ob das Wort leitbar ist durch Regeln einer vorgegebenen kontextfreien Grammatik, die in Chomsky-Normalform ist. Das heißt also, ich will zu diesem Wort eine Ableitung produzieren. Und das will ich machen in einem Aufwand, der linear ist in der Anzahl der Regeln der vorgegebenen Grammatik mal Länge des Wortes hoch 3. Das Prinzip, das wir hier anwenden, ist dynamische Programmierung. Haben Sie schon öfter gesehen. Ja. Was machen wir? Wir gucken uns folgende Teilmengen der Variablenmenge an. Für jedes i, j, Paar i, j, i kleiner gleich j, ij zwischen 1 und n, n-Länge des Wortes, soll vij die Menge der Variablen sein, die sich ableiten lassen zu dem Teilwort wi bis wj. Ja, also hier rechts steht wi, wi plus 1 und so weiter bis wj. Ja, also ich gucke für alle Teilworte an, welche Variablen lassen sich durch Anwendung von Regeln meiner Grammatik zu diesem Teilwort ableiten. Und die entsprechenden Variablen stecke ich in die Variablenmenge vij, i Index des ersten Symbols des Teilworts, j Index des letzten Symbols dieses Teilworts. Ja? So, wenn ich für alle ij
I, J zwischen 1 und N, I kleiner gleich J. Dieses V, I, J kenne. Dann kenne ich insbesondere auch die Menge V1N, Menge der Variablen V1N, Menge aller Variablen, aus denen sich W1 bis Wn ableiten lässt. Und wenn da S drin ist, dann weiß ich, das Wort W1 bis Wn ist in der Sprache, die durch meine Grammatik produziert wird. Das ist keine neue Überlegung. Sowas haben wir im Zusammenhang mit regulären Sprachen und endlichen Automaten auch schon angeguckt, sowas Ähnliches. Ja, also auch von der Vorgehensweise, von der Idee. So. Naja, gut, und das Gute ist eben, dass ich die VIJ für wachsenden Abstand zwischen I und J berechnen kann aus vorherigen VIJ, wo der Abstand zwischen IJ kleiner ist. Ja, wenn ich also sozusagen systematisch von unten nach oben diese VIJ aufbaue, erstmal die VIJ, wo der Abstand zwischen I und J 0 ist, das sind also die VII, und dann VIJ, wo der Abstand zwischen I und J 1 ist, das ist also die VII plus 1 und so weiter, dann kann ich sozusagen sukzessive meine VIJ für wachsendes L gleich J minus I aufbauen, und wenn ich ganz oben bin, ja, wenn ich angekommen bin bei I gleich 1, J gleich N, also dem Abstand L gleich N minus 1, dann brauche ich nur noch in der entsprechenden Menge nachgucken, ob S drin ist. Okay? So, das ist also eine Verfahrensweise zu einem beliebigen vorgegebenen Wort. Ja? Ja? Nachzugucken kann ich das aus S ableiten. Also die VIJ wird nach wachsendem L, L ist der Abstand zwischen J und I, aufgebaut, beginnend bei I gleich J. Und das wird gemacht systematisch, indem man eben die VIJ zurückführt auf ja, VIK, K plus 1, J, K zwischen I und J. Ja? Also K größer gleich I kleiner J. Und dieses System ist sozusagen das, diese Vorgehensweise ist die Vorgehensweise der dynamischen Programmierung. So, und so sieht dann diese Tabelle aus. Also hier habe ich mein Beispiel. Also so sieht meine Grammatik aus. Ja? Das ist eine kontextfreie Grammatik in Chomsky-Normalform. Ja? Die rechten Seiten sind entweder nur Symbole aus Sigma oder Worte der Länge 2, wo die Symbole aus Variablen sind. Ja? Und das Wort, das ich testen will, ist 1 Sternchen vereinigt 0,1 in Klammern Sternchen. Ja? Also die Grammatik sieht so aus, ich gehe jetzt nicht alles durch, also das Alphabet ist offensichtlich Klammer auf, Klammer, also 0,1, 0,1, Klammer auf, Klammer zu, Vereinigung Sternchen, ja, leere Menge, dieses E hier, sollte vermutlich irgendwie Epsilon sein, das sieht jetzt so ein bisschen komisch aus hier. So. Und jetzt gucke ich mir mein Wort an, das schreibe ich hier unten rein in meine Tabelle, ja? Sozusagen durchnummeriert, erstes Symbol, zweites Symbol und so weiter. Und dann baue ich die VI J auf, nach wachsendem L gleich J minus I. Das heißt, das erste ist VII, ja, für I zwischen 1 und 8, und dann VII plus 1, ja, für ja, I plus 1, also I zwischen 1 und N minus 1, I plus 1 zwischen 2 und n und so weiter. Ja? So, und die unterste Zeile ist sozusagen die Initialisierung, und die darüberliegende Zeile wird immer unter Betrachtung der Zeilen darunter angeguckt. Ja? So, dass ich mich da sozusagen Zeile für Zeile durch diese Tabelle durchhangele, bis ich bei ja, VI
N angekommen oder V1N angekommen bin. So, L gleich 0, das ist also bestimmende Einträge für diese erste Zeile der VII. Ja? Konstruiere die Menge VII, das heißt alle A, die sich ableiten lassen, einfach zu dem Symbol WI. Ja? Da G in Chomsky Normalform ist, geht das nur, wenn ich die entsprechende Regel auch habe. Eine Überlegung, wieso eigentlich? Naja gut, wegen Chomsky-Normalform haben die rechten Seiten, wenn sie nicht nur aus einem Symbol aus Sigma bestehen, Länge 2. Ja? Das heißt also, wenn sie irgendeine Variable nur zu so einem Wort ableiten, oder nur eine, für eine, irgendeine Variable nur eine Regel haben, wo auf der rechten Seite zwei Variablen stehen, kommen sie von da aus nie mehr zum leeren Woch, zu einem Symbol, ja, zu einem einzelnen Symbol. Ne? Okay, das heißt also, ich brauche für diesen ersten Schritt nur die Regeln der Form A nach WI, WI-Symbol aus Sigma anzugucken. Das geht in O von Anzahl der Regeln. Ja? Hier in dem Fall ist das also, ich gucke mir einfach hier die Regeln an, wo auf der rechten Seite nur ein Symbol ist, und trage die entsprechenden linken Seiten hier ein, wenn das Symbol, wenn die entsprechende Regel existiert. Also, ich habe die Regel S nach 1, also kann ich über diese 1 das S schreiben. Ich habe die Regel Y Stern nach Stern. Ich habe die Regel Y Vereinigung nach Vereinigung und so weiter. Das heißt also, diese erste Zeile der VII sieht so aus: S, Y Stern, Y Vereinigung, Y Klammer auf, S, S, Y, Klammer zu, Y Stern. So, und jetzt geht es weiter für L größer 0. Gucke ich die Worte WI bis WJ an, J minus I gleich L. Und für jedes dieser Worte, oder nicht für jedes dieser Worte, für dieses Wort WI bis WJ, für die, jedes, ja, jedes Paar IJ mit J minus I gleich L, muss jede Ableitung mit einer Regel der Form beginnen. Auf der linken Seite steht eine Variable, auf der rechten Seite stehen zwei Variablen, wegen Chomsky-Normalform. Und es muss außerdem gelten, dass es irgend so ein K zwischen IJ gibt, sodass B sich dann ableiten lässt zu WI bis WK und C sich ableiten lässt zu C nach WK plus 1 WJ. Ja? Und wie berechne ich dann die VIJ? Ich überprüfe für jede Regel der Form A nach BC und jedes K zwischen I und J, ob B nach WIK, WI bis WK und C nach WK plus 1 bis WJ existiert. Und das mache ich durch Ansehen der entsprechenden Stelle in der Tabelle unterhalb. Ja? Also ich gucke, ob B in dem Array unterhalb zu WIK gehört und C zu, zu VIK gehört und C zu VK plus 1 J. Das benötigt einen Aufwand in O von N mal R, das einmal zu tun. Und jetzt machen wir das mal hier im Beispiel. Also diese erste Zeile haben wir schon produziert. Und jetzt für den ersten Schritt schaue ich nach, Regeln der Form Variable nach zwei Variablen und lassen sich jeweils die beiden Variablen der rechten Seite ableiten zu Symbolen. Da finde ich S nach SY Stern. Das lässt, also S und Y Stern stehen hier nebeneinander, deshalb kann ich da drüber links S einfügen. Und wenn ich weiter
also wenn ich jetzt weiter gucke, also irgendeine Ableitung einer Variablen nach y-Stern, y-Vereinigung gibt es nicht, nach y-Vereinigung, y-Klammer auf gibt es nicht, y-Klammer auf, s gibt es nicht, aber von nach ss, nämlich es gibt die Ableitung s nach ss, das heißt also s wird hier an diese Stelle v5, 6 eingefügt und es gibt eine Ableitung von einer Variablen nach s, y, Klammer auf, nämlich C2 nach s, y, Klammer auf, also wird an diese Stelle 6, 7, C2 eingefügt und eine weitere Ableitung der Form Variable nach y, Klammer auf, y, Stern existiert nicht, also bleibt der Eintrag wiederum leer. Dann für die nächste Zeile muss ich wieder von links nach rechts durchgucken und wieder gucken, kann ich durch zwei, sozusagen was die Indizes der entsprechenden VIJ für die Einträge entspricht, durch zwei, also kann ich eine Regel finden, wo auf der rechten Seite zwei da nebeneinander liegende Variablen stehen. Wenn ja, wird die entsprechende linke Seite an der Stelle in der Zeile eingefügt. Wenn ich hier durchgehe, finde ich das nur hier an der Stelle. Ja, also es gibt eine Regel der Form S nach, es gibt eine Regel der Form Variable nach SC2, nämlich es gibt eine, ich bin jetzt bei Worten, wo der Abstand zwischen J und I 2 ist, also es gibt eine Regel der Form linke Seite nach S, Y, Klammer auf, nämlich C nach S, Y, Klammer auf, ja, eine Teil ist S und dann für das Wort der Länge 2, das danach kommt, S, genau, und S lässt sich ableiten zum Wort der Länge 2 und für den hinteren Teil Y, Klammer auf. Also füge ich hier ein C2 mit sozusagen den Pfeilen zu den entsprechenden beiden Variablen, zu denen das C2 abgeleitet werden kann. Dann gehe ich die nächste Zeile durch, gucke immer nach unten, gibt es hier eine Regel von der rechten Seite, die entspricht zwei nebeneinander liegenden Symbolen unterhalb die Worten der entsprechenden Länge K-I, J-K+1 entsprechen. Ja. Und da finde ich hier die Variable oder die Ableitung S nach hier Y, Klammer auf, C2. Diese hier. Dann gehe ich die nächste Zeile durch. Da finde ich zunächst mal eine Ableitung C nach Y, Klammer auf S und eine Ableitung, also das ist C1 nach C1 nach Y vereinigt S, das ist diese hier, und eine nach S Y Klammer auf. Ja. Das heißt also, was ich einfüge, ist für die Regel C1 nach Y vereinigt S, hier an der Stelle V3 7, das C1, ja, und an der Stelle V4 8, S für S nach S, Y Stern. So,
Für die Zeile finde ich keine entsprechende Regel. Für die Zeile finde ich die Regel S nach S C1. Ja. Und für die oberste finde ich die Regel S nach S Y Stern. Jetzt habe ich hier oben also tatsächlich in dieser Menge S drin. Das heißt also, insgesamt lässt sich S über den Weg S ableiten nach S Y Stern, dann dieses S weiter ableiten nach S C1, dann dieses C1 weiter ableiten nach Y Klammer auf S, dann dieses S weiter ableiten nach S Y Stern und dieses S weiter nach Y also ich habe hier, ich sage immer statt Y vereinigt Y Klammer auf, also bitte korrigieren im Kopf. So, aber wenn ich Y Klammer auf jetzt sage, ist es wirklich gemeint, also dieses S nach Y Klammer auf C2, dieses C2 dann weiter ableiten nach S Y Klammer zu, dieses S weiter ableiten nach S S und wenn ich dann diese unteren weiter ableite, dann komme ich gerade auf die Terminalsymbole von links nach rechts, 1 Stern vereinigt, Klammer auf, 0, 1, Klammer zu, Stern. So, wir haben jetzt gesehen, dieser Algorithmus ist recht aufwendig, aber das Prinzip ist einfach dynamische Programmierung. Ich bin mir sicher, Sie werden das, wenn Sie den Algorithmus nicht sowieso schon mal gesehen haben, haben Sie den schon mal gesehen? Nee? Okay, gut. Sie werden das also, sozusagen diese Vorgehensweise dann zur Genüge in der Übung auch mal selbst üben. So, aber was ist jetzt die Quintessenz? Die Quintessenz ist hier diese vorletzte Zeile. Das ist das, was wir heute noch festgestellt haben, letztendlich. Das Wortproblem für Typ-2-Grammatiken, also kontextfreie Grammatiken, ist in polynomialer Zeit lösbar. Ja? Also insgesamt für Typ-0-Grammatiken ist das Wortproblem im Allgemeinen nicht entscheidbar, für Typ-1-Grammatiken ist das Wortproblem im Allgemeinen NP-vollständig, für Typ-2-Grammatiken ist das Wortproblem immer polynomial lösbar. Für Typ-3-Grammatiken können Sie das sogar in linearer Zeit lösen, aber die Typ-3-Grammatiken haben sehr eingeschränktes Aussehen. Wir werden uns jetzt natürlich weiter mit kontextfreien Sprachen oder kontextfreien Grammatiken beschäftigen, das ist irgendwie klar. Da bleiben jetzt viele weitere Fragen. Ja. Wie kann ich für eine Sprache entscheiden, ob sie kontextfrei ist? Wenn wir sehen, da gibt es sowas wie das Pumping-Lemma, was wir für reguläre Sprachen kennengelernt haben, das sieht sehr ähnlich aus. Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen. Dann, was ist eigentlich das Maschinenmodell zu kontextfreien Sprachen? Ja, zu Typ-3-Sprachen ist der endliche Automat. Hier weiter oben ist die Turing-Maschine, ja, die man da benutzen kann. Aber was kann man jetzt irgendwie ein eingeschränkteres Maschinenmodell als die Turing-Maschine bauen, was genau zu den kontextfreien Sprachen gehört? Ja, also hier bleiben jetzt eine ganze Menge Fragen noch zu beantworten und das machen wir dann ab nächster Vorlesung.